Das sind Lisa und Amena. Beide sind 12 Jahre alt. Sie sind Freundinnen. Amena kam 2015 mit ihrer Familie nach Berlin. Seitdem leben sie in einer Unterkunft für Geflüchtete. Lisa wohnt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder gleich um die Ecke in einem Hochhaus. Amena mag lustige Filme, Katzen und Justin Bieber. Lisa liebt Eiscreme, ihren Goldfisch Eddie und ihre Oma aus Leipzig. Und beide sind total verrückt nach Fußball. Aber leider mögen die anderen Mädchen ihrer Klasse keinen Fußball. Deshalb träumen sie von einem eigenen Fußballturnier für die Mädchen im Kiez. Maria hört, wie die beiden sich darüber unterhalten. Sie fragt: Warum kommt ihr nicht mal zu uns ins Ben-Büro? Ben heißt Berlin entwickelt neue Nachbarschaften. Es ist ein Programm der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Viele Menschen sind nach Berlin geflüchtet. Oft leben sie in großen Unterkünften. In der Nachbarschaft dieser Unterkünfte gibt es Ben-Teams. Ben will, dass die Menschen gut zusammenleben und ihren Kiez gemeinsam gestalten. Insgesamt gibt es 20 Ben-Standorte in Berlin. Lisa und Amena gehen ins Ben-Büro. Sie wollen wissen, wie sie mit Bens Unterstützung ein Fußballturnier auf die Beine stellen können. Maria erzählt, dass Ben ihnen helfen kann, einen Platz zu organisieren, Bälle zu beschaffen, Netze für die Tore zu finden. Und sicher brauchen Lisa und Amena ja einen Schiedsrichter. Es wird ein wunderbarer Nachmittag. 8 Mannschaften sind angetreten und Amena schießt 3 Tore. Amenas Bruder Nabil mag die Wiese vor seiner Unterkunft nicht. Überall nur Müll und Dreck. Das ärgert ihn. Mit dieser Fläche könnte man doch etwas viel Besseres anfangen. Außerdem kocht Nabil gern, am liebsten mit frischen Zutaten. Da kommt ihm eine Idee. Seit einem Jahr geht Nabil zum Ben-Nachbarschaftsforum. Dort erzählt er von seiner Idee. Er möchte aus der dreckigen Wiese einen Nachbarschaftsgarten machen. Alle sind begeistert. Michael, der bei Ben arbeitet, verspricht, ihn dabei zu unterstützen. Es ist sehr einfach, Unterstützung von Ben zu bekommen. Die Ben-Teams helfen gern dabei, aus guten Ideen lebendige Aktionen für den Kiez zu machen. Die Wiese ist ein richtiger Garten geworden. Alle treffen sich gerne hier. Geräte, Pflanzen und eine schöne Bank hat Ben bezahlt. Die erste Ernte war gut. Aus den Karotten hat Nabil eine Suppe gekocht. Lisa und Amena spielen oft miteinander. Beim Abholen haben sich auch die Eltern kennengelernt. Amenas Mutter Namika erzählt, dass die Wochenenden in der Unterkunft langweilig sind. Gemeinsam gehen sie während der Öffnungszeiten ins Ben-Büro. Sarah erklärt ihnen, dass Ben viele unterschiedliche Aktionen unterstützt. Sport, Bildung, Kultur und Feste. Vieles ist möglich. Wichtig ist nur, dass die Aktion das Zusammenleben der neuen und alten Nachbarn verbessert oder den Stadtteil schöner macht. Dafür hat Ben Geld zur Verfügung. Es wird eine prima Party. Jeder bringt etwas mit. Das Wetter ist super und die Band spielt bis spät in die Nacht. Ausnahmsweise dürfen Lisa und Amena heute länger aufbleiben und tanzen, bis ihnen die Beine wehtun.